Eine Gitarre von Kurt Cobain hat bei einer Auktion einen Rekordpreis erzielt. Umgerechnet 5,4 Millionen Euro bezahlte ein Bieter, um das Instrument zu kaufen. Das Instrument ist Teil der Musikgeschichte. Der Sänger und Gitarrist Kurt Cobain spielte sie 1993 bei Nirvanas legendärem MTV Unplugged-Auftritt. Für das gleichnamige Album erhielt die Band 1996 einen Grammy. Die Martin-Gitarre wurde zusammen mit dem originalen Koffer versteigert. Darin befinden sich außerdem ein Päckchen Gitarrensaiten, drei Plektren und ein Lederbeutel mit kleinem Silberbesteck. Käufer ist der Australier Peter Friedman, der Inhaber eines großen Mikrofonherstellers. Die Gitarre war zunächst auf 1 Million Dollar geschätzt worden. Nach der Auktion ist sie nun die teuerste Gitarre der Welt. Den bisherigen Rekord hielt die Gitarre des Pink Floyd-Gitarristen David Gilmour. Sie wurde im vergangenen Jahr für umgerechnet 3,6 Millionen Euro versteigert.